Das letzte Testspiel, das letzte große Vorbereiten für die EM 2021 steht an für Deutschland gegen Lettland. Es muss noch eine Steigerung her. Zuletzt gegen Dänemark beim 1:1 sah man zwar gute Ansätze, aber perfekt war das noch lange nicht. Hier gegen Lettland ist alles außer ein klarer Sieg eine Enttäuschung. Zweite Spielminute, es ging gut los in der Offensive. Leroy Sané mit der ersten Möglichkeit. Thomas Müller da vorne wieder im Wirbel. Super Pass zu Sané. Der dreht sich dann gut mit dem Ball, setzt den Schuss aber etwas zu hoch an. Eben schon gesehen, Toni Kroos nach Infektion wieder zurück und auch die Champions League Finalisten Gündogan, Havertz und Co. sind zurückgekehrt. Serge Gnabry in der vierten Minute alleine vorm Torwart scheitert, aber Ostern aber, der den Ball zu Thomas Müller perfekt serviert und der fackelt nicht lange rum von der 16er Kante. 1:0 Deutschland. Fünfte Spielminute, super Auftakt und jetzt auch früh die Belohnung, auch wenn der Schuss eigentlich schon drin sein muss. Kein guter Abschluss von Gnabry, dann ist es aber Ost, der den Ball eben nicht klären kann, sodass Thomas Müller Nutznießer ist und trocken abschließt. Wunderbar platziert ins rechte Eck. Immer wieder Fehler bei Lettland in der Defensive. Das konnte Deutschland hin und wieder auch mal ausnutzen. Sie setzten gut nach. Kai Havertz mit der Balleroberung. Leroy Sané mit dem Pass zu Thomas Müller. Der Abschluss aber im letzten Moment von Dubra doch noch mehr oder weniger verhindert. Es führte nur zu einer Ecke, die brachte nichts ein, aber das hier, dieses aggressive Anlaufen, diese Balleroberung, die sind wichtig vorne im letzten Drittel. Damit kann man gefährlich werden. Nach 45 Minuten stand es nur 1:0. Das ein oder andere Tor mehr wäre sicher auch drin gewesen, aber zumindest stand man defensiv kompakt und ließ da überhaupt nicht zu. Nach vorne ging aber sicherlich noch etwas mehr. Jetzt Leroy Sané, 52. Spielminute, das nächste Ausrufezeichen, das allerdings nicht zu einem Torerfolg führen konnte. Mit dem Rücken zum Tor, schnelle Drehung, scheitert aber und trifft nur das Außennetz. Torres war ein starker Beginn in die zweite Halbzeit. Thomas Müller, super Pass, Serge Gnabry und diesmal macht er es besser. 55. Minute, 2:0. Auch schon die Entscheidung in dieser Partie, die logischerweise eigentlich nur in eine Richtung ging. Stark dann diese Vorlage. Kein Abseits. Keine gute Defensivarbeit bei Lettland. Da sah man dann doch die qualitativen Mängel. Etwas über eine Stunde gespielt. Ähnliches Bild. Müller zu Serge Gnabry, der im 16er liegt. Aber nochmal quer. Muss es eigentlich selbst machen. Sané steht dann im Abseits. Aus dieser Position muss er natürlich eigentlich aufs Tor schießen. Serge Gnabry hat er sich aber in der Situation nicht getraut. Eckball nach 65 Minuten und der war dann wieder drin. 3:0, Kimmich per Kopf, ja, steigt da ganz weit hoch. Sein Gegenspieler allerdings bleibt auch am Boden. Und wenn der Kontrahent im Zweikampf dann erstmal in der Luft steht, ist schwer dagegen anzukommen. Noch 10 Minuten zu spielen. Vielleicht endlich mal wieder zu Null die deutsche Nationalmannschaft. Gibt es das denn eigentlich? Toni Kroos muss den Ball hier eigentlich klären, verliert ihn aber. Lettland setzt nach. Und nicht allzu schlecht. 82. Minute. Hier der Eckball, der eben nicht von Toni Kroos aus der Gefahrenzone gebracht wird. Leichte Unkonzentriertheit kann natürlich passieren. Darf man sich dann im Turnier nicht mehr erlauben. Hier wurde es nicht bestraft. Gab zur Überraschung aller noch ein bisschen Nachspielzeit. Leroy Sané spielt zurück. Müller staubt ab. 92. Minute. 4:0. Ordentliches Ergebnis. Also der Pass hier zu Sané ist gut. Der geht auf die Grundlinie, legt zurück. Thomas Müller hält noch den Fuß hin. Und bringt auch das in der Höhe verdiente 4:0 zustande. Doppelpack Müller, der hat sich schon mal richtig warm geschossen. Das war's dann am Montagabend. Klares, deutliches, verdientes 4:0. Nicht ein richtiger Gradmesser, aber zumindest mal für eine breite Brust sollte es sorgen.